Moin Leute, hier ist wieder euer Micha. Es geht weiter mit dem U96 Ausgabe 16. Und zwar Kojen und Boden des Bugraums werden wir dort verarbeiten. Jo, da gucken wir einfach mal eine Runde rein. Wir brauchen erstmal hier diese Ausgabe hier vom, ja, ich weiß ja gar nicht mehr welche, glaube ich, war die 15. Und da müssen wir jetzt erstmal ein Rädchen einsetzen. Achso, ich kann ja erstmal die Teile auspacken, damit ihr seht, um was das geht. Wir haben jetzt hier erstmal den Boden. Dann haben wir hier einige, wie heißt das hier? Was sind das? 16,3, 6 Kojen. Sehr bequem, die sehen die ja nicht aus. Dann haben wir hier 2 Stück, das ist 46,16, obere Koje, unten Kojenträger. Dann haben wir das hier, das ist irgendwas angesetztes, 16,1, das ist Rückwand des Bugraums. Und ein Zettel, den wir nicht brauchen. Dann haben wir hier noch ein Rädchen drinne und was ist das hier? 16,7. Rahmen, AB, okay. Nehmen wir das mal so hin. Und hier haben wir noch was. Was ist das hier? Sieht ein bisschen aus wie ein Klemmbaustein hier, muss ich mal sagen. Und das ist jetzt 16,2. So. Und ja, sorry, dass jetzt gerade hier meine Telefon klingelt. Ich habe es wieder mal nicht leise gemacht. Naja. Aber gut, okay, dann legen wir jetzt mal eine Runde los. Und zwar brauchen wir das hier. Erstmal ein bisschen beiseite hier. Und wir nehmen mal. Na, komm schon her. Und nehmen das mal hier raus. Das Rädchen hier, wie sie das nennen. So, dann haben wir hier das Rädchen. Da. Und das andere Teil nehmen wir auch gleich raus. Dann ist das nämlich erledigt hier. So. Was auch immer das dann sein soll. Und da werden wir jetzt dann mal ja, das Rädchen einbauen. Mal ein bisschen Sekundenkleber hier noch. Bin mal gespannt, wie ich das da wieder hinkriegen soll. Ne, ich nehme noch meine andere Pinzette. Ich will nicht immer die Zwingzettel nehmen, womit ich dann halt immer wieder Kleber dran habe. So, jetzt stecke ich. Ja, war klar. Passt nicht in das Loch rein. Passt nicht in das Loch rein und springt immer wieder ab. Das ist natürlich wieder eine Runde schwierig hier. Also ich sage mal, das hätte man ja auch eine Runde vorher machen können. Das Teil hier in das Loch versetzen. Und jetzt muss man da so rinpopeln. Also ist nicht eigentlich so der Hit an der ganzen Geschichte. Zumal man da auch wirklich schwer rankommt. Mal gucken, wie ich das hier hinkriege. Ja, ich hab's gewusst. Also das ist nicht so. Vielleicht eine andere Pinzette probieren hier, die ein bisschen kräftiger ist, um das da reinzukriegen. Also wie gesagt, das Loch ist eigentlich viel zu klein hier. Genau, habe ich fast gedacht. Also noch ist das Teil dran. Gut, dann machen wir das jetzt anders. Das geht also nicht in das Loch, sondern wir machen jetzt hier Sekundenkleber rein.
und werden sie da positionieren. Ah, das hält aber natürlich nicht so. Da baut man los und dann geht schon das erste Ding schief hier. Warum passt das da nicht rein? Das ist mir Rätsel. Alle anderen Sachen funktionieren noch astrein. Aber das geht nicht rein hier. Mal gucken, wie wir das hier irgendwie hinkriegen, dass dieses Rädchen da bleibt, wo es sein soll. So, zumindest ist es erstmal da. Ja, jetzt rutscht es wieder runter. Nochmal gucken, ob das jetzt. Natürlich bleibt das nicht so. Ist ja klar. Ah, das kippt jetzt immer weg hier. Naja, das wird nicht, Leute, hier. Na, jetzt klebt das natürlich an der Pinzette. Das ist ja klar. Das ist nicht so der Hit hier. Warum ist das Loch kleiner als die Öffnung hier? So, jetzt ist das Ding nochmal angesetzt. So, dann versuchen wir mal einen Kleber hier drin zu setzen. Ich möchte es ja wenigstens versuchen, einigermaßen gerade zu haben. Ich zeige euch mal, dass ich das einigermaßen hingekriegt habe hier. Also normalerweise sollte ja in dieses Loch eingesetzt werden. Aber das hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Das hat bei mir nicht funktioniert. Ach, wirklich jetzt? Ihr könnt ja mal schreiben, jetzt ist das Ding komplett umgekippt jetzt und klebt. Könnt ihr mal schreiben, ob das bei euch auch so war. Aber ich glaube, ich mache das Ding hier gleich wieder ab, um dass ich hier. Das Ding will nicht an die Position, wo ich hin will. Warum macht man sowas? So, jetzt klebt es auch noch direkt an der Decke, jetzt ist mir das egal. Aber eigentlich, ja, möchte ich gerne eigentlich schon dahin. So, jetzt ist es wenigstens so halb im Schwebebereich und so versuche ich das jetzt zu lassen. Ich hoffe, dass das, nee, natürlich nicht. Kippt natürlich wieder um. Mal gucken, jetzt so hinlege. Ah, okay, scheint einigermaßen zu funktionieren, hoffe ich. Nee, natürlich umgekippt, gibt's da ja nicht. Wer jetzt bloß auch nicht zu sehr Druck ausüben, kann ich das so hinstellen? Bestimmt nicht. Jetzt mal anlehnen, auch nicht. So, lassen wir uns erstmal da stehen, auf Feier. So. Entschuldigung. Gut, jetzt brauchen wir dieses Teil hier. Und da kommt dieses Teil hier ran. Sieht ein bisschen aus. Ich muss mal gucken, wie rum das kommt. So rum kommt das. Das kommt da in die Seite rein. Brauchen wahrscheinlich wieder die Kundenkleberscheine zurück an einen Bugraum. Festgeklebt, okay. Wird da festgeklebt. Mal einen Tropfen drauf und hoffen, dass das da reinpasst.
Also so passt das schon mal nicht. Ne, das ist die falsche Seite. Na super. So kommt das rein. Also das ist die falsche Seite. Gut, da kommen wir nach. So. So. Ah, hätte man doch von hinten was ransetzen können. Aber immerhin haben wir es dran. So. Jetzt brauchen wir die Dinger hier, die Kojen. Ne, die schneiden wir mal anders auf. Nehmen wir mal so raus. So, die haben wir alle raus. Gucken wir mal nach, ob wir da noch ein bisschen was abschneiden können. Ohne mir in den Finger zu schneiden. Natürlich ein bisschen. So, jetzt haben wir alles. Jetzt geht das Ding los. Wir brauchen jetzt, was brauchen wir? Das Ding hier. Sehen die beide gleich aus? Nein, die sehen beide nicht gleich aus. Wir brauchen 16,4 müsste das hier sein. 16,4. 16,3, 16,5. Also die kommen hier alle so rauf. Die Frage ist, jetzt muss ich bloß mal gucken, ist ein bisschen schlecht zu sehen, finde ich. Inwieweit jetzt, also da bei dem ist es soweit geklärt. Das heißt also, kommt so rauf. Genau, auf die glatte Fläche. So. Können wir ja schon mal machen. So. So. Ja, wunderbar. Klappt. So, können wir das mal so hingelegt. Jetzt können wir da mal ein bisschen Sekundenkleber aufsetzen. So, das lassen wir erstmal so liegen. Jetzt die andere Seite und ich gehe mal davon aus, dass das andere genauso raufkommt. Also wie gesagt, sehr bequem sehen die Kojen nicht aus. Ich denke mal auch, die sollen ja auch nicht bequem sein. Die sollen ja nur zweckmäßig sein. Ne, so nicht. So, können wir ja. Ich glaube, ich mache das anders hier. Das ist hier. Kommt das hier mit drauf? Dann kommt das hier mit angeklebt. Genau. So macht das mehr Sinn. Nächste.
So, dann haben wir das zusammen. Ich hoffe, das klebt hier auch. So, das haben wir. Und jetzt kommt das Teil. Das mit dem kommt jetzt im oberen Bereich so rein. Wie ich das so sehe. Genau. Müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hier am besten machen. Da brauchen wir nochmal Sekundenkleber. Bisschen hier ansetzen. Und dann so mit rein. Ja, das ist das obere mit den Löchern und dann kommt hier im unteren Bereich hier nochmal was rein. Machen wir das auch nochmal. Rum so. So. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich hoffe, dass das jetzt alles so richtig ist. Genau, ja. Oben jetzt die mit den Löchern und unten die anderen beiden. Genau. Und jetzt brauchen wir kommen wir zu dem Bauteil hier. Da soll hier noch das Teil ran. Legen Sie den Boden das mal aufs Kopf und das Ding kommt hier mit ran. Was das ist, keine Ahnung, Leute, weiß ich nicht. Die werden sich dabei schon was gedacht haben. Dann kommt das jetzt hier mit drauf. Nicht an meinem Finger. Die kann man nochmal von unten verkleben. Dann ist das schon mal gut. So, das haben wir gemacht und jetzt kommt das Teil hier mit rein. Und hier angesetzt. Mal gucken, wie weit jetzt hier am besten. Aha, warum passt das nicht? Falsch rum. Aha, so kommt das rein. Wenn ihr falsch rum ihr habt, so müsste das reinpassen. Na, also immer da hier mal Sekundenkleber ran machen. Und das hier so. So einhaken. Bisschen drücken. Und dann haben wir das Ganze so drin. Frage mich nur, hier kommt ja auch noch irgendwas hin. Hätte man ja eigentlich auch ein bisschen vorher machen können. Ja. Aber damit ist das Teil schon mal der erste Teil von einigen Packungen, denke ich mal, schon fertig. Und jetzt gucke ich nochmal nach meinem Rädchen hier. Ja, ist fest jetzt. Jetzt haben wir es fertig. Gut, dann haben wir diese beiden Sachen fertig. Einmal die Kojen, dieses Brett hier, also Brett hier, Kojen mit dem Boden und ich, rede dann jedes auch. Und das, was mich zur Wahnsinnigkeit gebracht hat, das Teil fertig gemacht. Gut, das soll es dann auch gewesen sein. Dann habt vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut bei meinen anderen Projekten mit bei und bis zum nächsten Mal. Sag ich tschüss, euer Michael.